Das Animationsfilmgenre ist unglaublich vielseitig und die Filme entertainen nicht nur, sondern behandeln teilweise auch sehr tiefgründige Themen. Was habt ihr über die Jahre durch die Synchronarbeit an den Ich einfach unverbesserlich Filmen gelernt? Über euch selbst, über das Leben? Dass man noch netter zu seinen Kindern ist, noch mehr auf sie aufpasst, denn man bringt sie ja auch in Gefahren. Das tut ja nicht nur Gru, obwohl er dann auch ein Actionheld ist, aber andererseits, er bringt sie durch seine Figur auch immer wieder in Gefahren, was er eigentlich gar nicht möchte. Und dass man einfach auf seine Familie aufpasst und dass man sich liebt und zusammenlebt. Das ist das Schönste an der ganzen Geschichte. Ja, und ich hab gelernt, dass man sich bequeme Sachen zum Synchron anziehen sollte, weil man ganz schön in Schwitzen kommt, ja. Und schön Turnschuhe anziehen und am besten Zopf und ungeschminkt und dann ja, in die Vollen gehen, genau. Welcher Charakterzug von euch selbst hat es vielleicht in eine Szene im Film geschafft und inwiefern ähnelt ihr eurem jeweiligen Charakter? Naja, was Gru uns da vorlebt, einerseits diese Genialität, und andererseits diese Tollpatschigkeit, mit der er fast immer auch in seinen Action-Szenen dann fast scheitert. Er tut es ja dann am Ende nicht. Aber diese Tollpatschigkeit, das ist da so ein Zug, der wird vielen Menschen im Leben begegnen, dass man das einfach nicht immer alles glatt läuft. Und das dann da zu sehen auf diese überzogene Art und Weise, das mag ich schon ganz gerne, ehrlich gesagt. Und da kommt natürlich dann auch wieder eine Menge Humor vor. Gibt es aktuell ein Filmfranchise, mit dem das Ich einfach unverbesserlich ein Crossover haben könnte? Das ist ja so ein ziemliches Ding heutzutage, dass verschiedene Charaktere irgendwie zusammen klarkommen. Ich komme jetzt gerade nicht. Aber hast du? Du? Wo siehst du? Also ich habe jetzt gar nicht über Illumination nachgedacht, aber generell so, weiß ich nicht, es wäre bestimmt auch lustig, wenn sie in so eine Art Portal reinkommen und also weil irgendein Superbösewicht macht Portale auf und dann kommt man in anderen Filmen raus und plötzlich ist man in Shrek, in der Shrek-Welt. Ich glaube, die könnten auch recht spaßig sein, weil Gru und Shrek sind so ein bisschen beide irgendwie so griesgrämig und trotzdem aber irgendwie so liebevoll. Keine Ahnung, es war sowas, woran ich gedacht habe, als ich den Film gesehen habe. Sehr interessant. Also ich bin total offen dafür. Also bitte reicht das Drehbuch ein, ja? Lass die Minions los! Ja. Irgendwo rein. Ja. Ich muss natürlich auch bei den Mega-Minions sehr viel an so Avengers und MCU und sowas denken, was natürlich ganz klar die Vorlage ist. Das Synchronsprechen ist ja ein sehr hartes Pflaster. Weiß ich tatsächlich aus eigener Erfahrung. Ich habe kleinere Sachen gemacht, aber das ist schon, hohen Respekt. Gibt es Sprecherrollen, bei denen ihr es bereut habt, dass ihr sie vielleicht nicht bekommen habt? Wo ihr sagt, oh, müsst auch nicht drüber reden, welche, aber oh Mensch, die hätte ich gerne bekommen oder da habe ich mich so reingehängt oder ich habe dann das finale Produkt gesehen und habe mir gedacht, das hätte ich vielleicht anders oder so weitergemacht. Ich habe natürlich jetzt nicht so viel gesprochen wie Oliver, also du hast, weiß ich nicht, bei mir sind das ja schon viele, aber noch nicht so viele und ich hatte bisher tatsächlich das Glück, dass immer, wenn ich dann zu einem Sprechercasting eingeladen wurde, dann die Rolle auch tatsächlich bekommen habe. Das ist dann immer ganz schön. Klar. Wenn man sich natürlich dann direkt verliebt in den Charakter und dann hofft man auch, dass es klappt. Und meistens sind die sehr zielsicher dann, auch wenn die dich aufs Casting holen, dann haben die eigentlich schon einen Plan und haben ja meistens dann auch schon Stimmproben. Ja. Insofern habe ich da, Gott sei Dank, bereue ich nichts. Bisher Glück gehabt. Ja, habe Glück gehabt. Ach, es gab so Rollen. Die habe ich mal angesprochen, Mike Myers zum Beispiel, ja, in Wayne's World. Und dann habe ich ihn nochmal gesprochen. Und dann war ich ihn aber auf einmal los, als er die Agentenfilme machte, weil das in München synchronisiert wurde und der Verleih damals noch nicht wusste, ob es ein Erfolg wird. Und dann haben die gesagt, wir holen uns doch jetzt nicht einen Sprecher aus Berlin. Und da war ich den los. Oh. Ich habe ihn dann später in den Glorious Bastards wieder gesprochen und den hätte ich gerne durchgängig gehabt. Ja. Oder ich hätte auch gerne Martin Freeman weitergesprochen. Den hatte ich bei diesem Gegenseitig Liebe oder wie der Film hieß, gesprochen. Und noch zwei, drei Filmen sogar. Und dann kam aber die Detektivserie Sherlock Holmes. Sherlock, ja. Und da war ich ihn dann los. Aber das ist halt so. Man hat keinen Vertrag mit dem Schauspieler. Und wenn man da nicht als fest gesetzt ist, dann wird halt jemand anders besetzt. Das kann einfach immer passieren. Von Ben Stiller bin ich tatsächlich personally approved. Oh. Ja, da gab es dann zu Zoolander 2 gab es dann ein Probesprechen, was er angeregt hat. Hat gesagt, ich will drei Stimmen hören. Da haben die ihm gesagt, du hast seit 20 Jahren einen festen Sprecher und die Leute wollen die Stimme nicht ändern, also den musst du wieder nehmen. Nein, ich will drei Sprecher hören. Der kann ja dabei sein.
Und dann habe ich darum gebeten, dass man mir einen sehr, sehr guten Synchronregisseur an die Hand gibt. Das ist der Christoph Tschirpka, der als einziger berechtigt ist, Christoph Waltz aufzunehmen. Und den habe ich gebeten, mich für das Probesprechen aufzunehmen. Und dann habe ich es gewonnen. Und jetzt bin ich sozusagen fest approved von Ben Stiller. Das ist natürlich cool. Nach über 20 Jahren, ja. Erst kürzlich hat Steve Carell in einem Video Illuminations Megaverse vorgestellt, was Filme, Serien und sogar Theaterstücke rund um die vier Mega-Minions umfassen wird. Seid ihr bereit für die nächsten 100 Jahre Minions-Filme? Ist natürlich ein bisschen... Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ist natürlich so ein bisschen ein Joke auf diese ganze MCU und Interkonnektivität dieser verschiedenen Filme gedacht, aber ich fand die Idee irgendwie ziemlich lustig. Und da wäre auch meine nächste Frage. Werdet ihr bei einer fast schon unvermeidlichen Live-Action-Adaption von Ich einfach unverbesserlich dabei? Auf gar keinen Fall. Okay. Na, Live-Action, wie soll das denn aussehen? Auf gar keinen Fall. Es ist ja mittlerweile alles möglich. Also, da wärst du nicht dabei? Dann bin ich auch nicht dabei. Also dann als Avatar natürlich, wie ABBA ihre Konzerte jetzt machen. Ne? So wäre ich dann natürlich dabei, auf jeden Fall. Aber sonst, dass ich jetzt Live-Action mache und Holiday on Ice oder sowas auf Schlittschuhen dahin fahre und mich zum Löffel mache, das wäre ich nicht dabei. Nein, ich auch nicht. Verstehe ich. Ich glaube, der Film wird ein Riesenerfolg. Es ist bestimmt vor allem für die ganze Familie, vor allem für die Kinder ist es ein Riesenspaß und ich hatte sehr großen Spaß, den Film zu sehen. Und danke euch. Danke. Ja. Danke. Schöne Ideen. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss.